ich habe keine Ahnung, ob du so irgendetwas gesehen hast. Oh, warte. Ah, oh, das ist irgendwie komplizierter so. Wow. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mein Telefon an von hinten. Das ist ein bisschen Panne. Ich mag nicht ausstehen, mein Rücken tut so weh. Ich habe ich habe dein Tönchen ein bisschen komisch gefunden. Einen Momentum aufbauen und dann einfach irgendwie hast du es irgendwie wieder sein lassen. Vielleicht ist es dir zu brenzlig geworden, keine Ahnung. Einmal so dein Thema ist dann. Bist du mal recht nahe dran gewesen und dann hast du es einfach. Ich fällig weg. Habe ich ein bisschen komisch gefunden. Habe ich auch verstanden, aber habe ich komisch gefunden. Und ich habe dir. Selten so viel müssen widersprechen im Video wie dem. Video? Tönli. Weißt du, ich meine? Weil. ist mir vorgekommen. Eine zu einfache Resignation. Ich habe gedacht. Willst du wirklich dich selber feige präsentieren? Und wir sind alle feige, weißt du? Das ist ein Anteil an einem, der okay ist, aber feige leben. Ohne überhaupt mehr etwas daran wählen zu machen. Gut, ich unterstelle dir etwas, das stimmt ja überhaupt nicht. Das weiß ich ja gar nicht, das stimmt. Mir ist auf jeden Fall, mir fällt schwer, dir zu sagen, dass es mir ein bisschen feige vorgekommen ist. Weil das kommt beleidigend und das meine ich überhaupt nicht beleidigend. Weil ich merke bei mir ganz viele Sachen, die feige sind und bin ja nicht, es geht nicht darum, ob jemand besser oder nicht besser ist. Mir ist einfach vieles in dem, was du gesagt hast, ein bisschen feige vorgekommen. Und auch sehr viel, sehr mutig, Kopferdeckel. Von wegen eben alle Anteile, dass du es überhaupt sagst mit... dass du deine Gefühle zulässt und traurig bist, weil da hockt ja irgendetwas. Dann bist du so über die Oberfläche gefahren und hast mich teilnehmen lassen dem. Das war sehr schön. Dort hockt irgendwie sicher etwas. Und grundsätzlich habe ich das Gefühl, es erinnert mich einfach so an all das, was ich jetzt gemacht habe, bevor es um Emotionen gegangen ist in Therapie. Und ich meine, ich habe 18 Jahre lang verschiedene Therapien gemacht, aber alles auf Kopfebene und darüber geredet. Und du auch. Und dann ändert man wirklich nicht so viel. Du kannst nicht. Dann siehst du irgendwie die ganze Begründung von der ganzen Kacke und du lebst sie trotzdem noch. Weil genau dort, was würde anfangen wehtun, kommen die Widerstände auf. Wo entweder es schnürt einem die Luft ab oder man will um jeden Preis einfach nicht mehr gehen oder man wird verrückt oder man fängt an beleidigen oder man meldet sich nicht mehr oder was auch immer. Einfach dem Widerstand mal nachgehen. Was hockt denn eigentlich dort? Und das ist das, was meine Therapeutin mit mir nämlich macht. Weil ich werde zum Tiger, wenn man mir an die Widerstände ankommt. Und mit ihr ist dann eben nicht nur reden, sondern sie hat keine Angst vor dem Tiger. Und das ist heilig. Weil sie
gehe dann dem nach und dann entweder werde ich wirklich uhuere verrückt und fange an abwehren, so dass normalerweise in meinem Umfeld alle würden lange ihre Füße in die Hände nehmen und schön miteinander, was ja mir eigentlich nicht hilft, aber es ist halt effektiv, wenn du ein Tiger dann bist. Das mache ich nicht bewusst, sondern es ist ein Abwehrmechanismus. Entweder ich werde verrückt oder ganz kalt. Ganz kalt. Völlig gleichgültig. Und fies, also weißt du, also fies eben. So bin ich dann manchmal mit Männern umgegangen. Eigentlich immer, wenn es mir zu nahe geworden ist. Fies, oder? Anstatt dem mal nachzugehen, wieso mache ich das überhaupt so Schiss? Und was ist, wenn ich in dem mal das aushalte? Aber ich hatte natürlich auch nicht Männer, die mich dort angehalten haben, zum hey, Mädchen, jetzt bleibst du mal schnell da hocken. Weil ich habe mich dann mit Hand und Füßen gehalten. Komm, eben, wenn dann verrückt sein nützt, dann wirst du mal schnippisch, dann wirst du mal kalt, dann einfach. Ich habe gar keine Fläche mehr geboten, wo man mich hätte packen können. Weil es mir die Luft abgeschnitten hat, wie dir. Völlig. Ich hätte nicht mal mit meinem Mann zusammen wohnen. Die kurze Zeit, als ich das mal probiert habe, nur bei einem Mal wohnen, als Übergang. Hey. Plötzlich gar nicht mehr mit Liebe und Verliebtsein und einfach nur noch. Horror! So, wow, ich habe einfach immer das Gefühl, ich bin so unfähig und ich kann das nicht, ich kann das auch keinem Mann mehr antun. Und die Wahrheit ist, dass kein Mensch das ist, unfähig. Wir haben einfach alle irgendwo Verletzungen und Ängste. Und die müssen wir mit uns selber auflösen, macht es niemand. Meine Gefühle sind meine Gefühle. Und es ist nicht jemand anderem sein Job, mich zu lieben, sondern mein eigenen. Eigentlich können zuerst dann alle anderen. Aber wenn man sie im Aussen sucht und oh, wo ist die ideale Mann und oh, wo ist die ideale Frau und oh, wo ist die ideale Job, dann wundert man sich mit 50, wieso dass das irgendwie einfach nie im Aussen ist. Ich habe es gesucht beim, weiss ich, perfekten Körper, beim, ach. Und zu merken, in mir innen ist es ein riesiges Loch. Und das fehlt niemand. Nur ich kann das fühlen, nur ich selber. Auch wenn ich jetzt nur da liegen bleibe, könnte ich es fühlen. Es geht nicht ums Machen. We are not human doings. We are human beings. Und was ich gelernt habe, ist, how about be with your feelings? Und das hasse ich. Aber ich habe es ein bisschen gelernt und ich kann es manchmal. Und dann brüllst halt ein bisschen länger, oder gehst dem mal nach, was hockt dort. Und dann kommen ganz gruselige Gefühle. Aber dann kann man anfangen, all die Teile zu integrieren. Der Tiger in einem und der Feigling in einem und der Schämende in einem und der Unsichere in einem und der Freudige in einem und der Abenteurer in einem und der Kuschler in einem und der Kater in einem und der gern Philosophierer in einem und der gern Schwieger in einem. Und sich als Ganzes anfangen zu fühlen. Und nicht nur, ich will aber nur die Lässig sein oder nur der Anhänglich oder ich darf vielleicht nur der Abenteurer sein oder nur. Wir sind völlig begrenzt. Und der Scheiß ist, dass man es häufig im anderen sucht. Darum idealisiert man dann manchmal so einen Partner, bis der einem dann irgendwie halt dann das auch nicht füllt hinein dran. Und dann nachher nimmt man es im Übel oder lässt man wieder stehen oder. Ich weiß auch nicht. Ist kalt zu einem oder steht man auf die Füße? Oder der andere steht einem auf die Füße und nachher spielt man das Opfer und findet, ich bin am Verhungern. Ich kenne das alles wirklich auch so gut. Und es ist aber so bestürzend, dass man es von so vielen Leuten hört. Und ich meinem schier unbekannten Vater von sehr weit weg kann zuschauen, wie er das sein Leben lang so macht. Und er war auch lebenlang in Analysen Sachen und so. Da ist sein Gefühl nie wirklich auf den Grund. Aber schnurren kann der auch. Schnurren kann ich auch. Gell, ich bin ein guter Schnurri, du auch. Aber da hocken die Gefühle. Darum habe ich es mir am Anfang so gefallen, weil du gesagt hast, du drehst Traurigkeit mit dir rum. Aber so richtig da sein, darf sie bei mir ja auch nicht. Also nur kurz und dann, ja, ist gut jetzt.
Es ist auch ein bisschen unheimlich. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das überflutet einen dann so. Aber jedes Mal, wenn ich durch so emotionale Packer durch bin, was ich jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, hat es in meiner Geschichte irgendwo irgendetwas aufgelöst und ich konnte irgendetwas im Leben plötzlich anders machen. Und habe wie erst anhand des Lebens gemerkt, man wird tatsächlich belohnt für jedes verdammte hure Dreckstunnel emotional, wo man eben durchgeht und nicht davon wegsäckelt. Passiert nachher etwas im Leben, wo vorher nicht möglich war, dass man das macht. Und seither glaube ich an das. Ich weiss, ich habe noch viele Tunnel vor mir, weil ich noch sehr viele Sachen nicht habe. Beziehung, zusammenwohnen. Are you fucking kidding? Also, ich habe so Angst und ich habe aber auch so Sehnsucht. Ich habe wegen dem Essen, ich habe mit meinem eigenen Bild, Jesus Gott. Aber ich habe schon Sachen, die ich früher nicht konnte. Und das war eine direkte Konsequenz von einem pechschwarzen Gefühlsding, wo ich nicht mehr davon gelaufen bin. Und das habe ich gelernt. Und ich habe gelernt zu akzeptieren, dass ich das nicht jedes Mal kann. Aber ich kann es nicht, gar nie mehr. Nicht nie, sondern ab und zu. Und ich weiss, ich habe das gestern, also irgendwo mal in einem Video für jemanden, für Sandra, gehabt. Das ist zum Beispiel einer von diesen Mechanismen, die ich bei mir mittlerweile weiss. Wenn ich anfange, sehr geladen werde. In dem Moment, wo ich geladen bin, habe ich das Gefühl, ich sei einfach geladen. Dann kann ich, weißt du, hure Scheißrücken. Und dann kann ich wirklich, dann kann ich gepflegt einen anpfeffern. Und meanwhile, alle Leute flüchten, weil sie macht, sie ist ein Atomkraftwerk. Ich wirklich Sepultura. Hinten dran ist dann plötzlich mal fertig. Wenn ich dort weitergehe und dann nicht einfach in dem kalten, starren, harten verharren, und einfach und hasseln. Und einfach noch ein bisschen weitergehen, merken, und dann macht es zweimal wang. Und dann kommt Traurigkeit, Kleinheit, Verlorenheit, Verzweifeltheit. Wut ist ein Schutz vor einem viel verletzlicheren Gefühl. Und darum ist Leute, die jetzt so nicht sein können oder einem wirklich böse wehtun, ist mir mittlerweile völlig klar. Das ist ein Selbstschutz für die vor deren eigenen Schwäche. Ich habe mittlerweile nicht mehr so Angst. Eigentlich vor Leuten, die einfach können, so Giftpfeil schicken, wenn die Giftpfeil mich auch treffen können. Aber mittlerweile so, wow. Und wo ist dein kleines Kind, das jetzt irgendwo in einem Ecke hockt und du hast mich noch gern? Es ist einfach meine bevorzugte Abwehrstrategie, ist einfach mal ein bisschen rauspfeffern oder finden, du lässt mich nicht mal kalt. I don't care. Fahr ab. Stehst du mir wirklich in der Sonne? Ciao. Die. Dann habe ich eine Gleichgültigkeit. Dann habe ich auch in der Beziehung mit dem Nicola, wenn es mir offenbar, wenn es mir zu nahe kam, das habe ich auch nicht bewusst gespürt. Habe ich ihn plötzlich verachtet. Einfach so. Der Wurm. Und dann aber irgendwann auch geschnallt, hey, Merit, was, der Wurm? What the fuck? Das bin ich das? Und irgendwann erst jetzt merke ich, was ist hinter all dem? Ist eine Angst. Ist alles Angst vor Nähe. In Angst vor Nähe ist das Gleiche wie Verlustangst. Wenn man nicht näher kommen lässt, dann kann man nicht viel verlieren. Und eigentlich ist jeder, der Angst vor Nähe hat, ein unglaubliches Kuscheltier und sehnt sich nach nichts mehr nach Nähe. Aber weil er irgendwo ein Verlassenheitstrauma hat, jeder sein eigenes. Oder Angst vor dem Schmerz, lässt er Nähe gar nicht zu. Er macht einen auf Emerit und unabhängig und kann man nicht zu nehmen. Es ist so klassisch. Ich meine, ich habe 10'000 so Bücher, Psychologiebücher, wie gesagt. Vor meiner Therapie habe ich jetzt auch 1'000 Therapien gemacht, einfach im Kopf. Und ich hätte das schon vor 10 Jahren erklären können, aber gefühlt habe ich es nie. Und jetzt komme ich dieser Sache langsam näher in meiner
auf meinem jetzigen Weg und habe ein Tool herausgefunden, wie das geht. Und meine Therapeutin. Aber das ist der härteste Weg. Und da habe ich ein Gefühl, wie gesagt, ich habe dir mal in einem Video gesagt, du redest mit jemandem, der, ich weiß nicht, wie viele Jahre nicht berührt hat. Ich habe meine Mutter nicht mal vermisst bis vor einem Jahr. Nicht mal daran gedacht, einfach so. Zum Glück ist sie da. Und heute vermisse ich sie ab und zu so fest, dass es mich fast verweist. Und ich wünsche mir eine Mami, mehr als du dir kannst vorstellen. Und einen Papi. Und Geschwister. Ganz fest. Und einen Partner auch, eigentlich. Aber ich wäre ein riesen Fauchi-Drache, weil ich jetzt aber Angst habe, bei meinem Grisou. Da muss jemand auch dahinter sehen können und sagen, ja, ja, du mal dein Feuer raus. Und hinten dran macht es dann, hey, aber gell, lass mich nicht fallen. Das ist bei dir genau das Gleiche. Und logisch ist doch das auch nicht wie gesund. Das nur, weil man sich Nähe wünscht, dass man deswegen gerade die ganze Zeit verschmelzen würde. Also logisch würde dann das die Luft abschneiden. Das ist die dann so überbemuttert worden sind, die gar nie dürfen, irgendwie einmal zwei Meter allein Velo fahren ohne das Mami. Also ein gesunder Mensch will heimkommen, will anlehnen, will kuscheln und gestreichelt werden und können, weißt du auch nicht, Geheimsprache mit der Mutter, mit dem Schätzchen, was weiß ich. Weit. Aber er wird ja wieder gehen können, wird etwas machen können und Baum mit dem Bau und nicht alles zusammen müssen machen. Das ist eigentlich eine völlig gesunde Mischung von Nähe und Distanz, wo ich eben auch immer nur entweder idealisiert habe, wow, ist der geil, und dann verschmelzen und immer Sex haben und alles und erst der Best. Und nach zwei, drei Monaten einfach so, Sex? Are you kidding? Er ist der Best? What was I thinking? Und plötzlich so, und auf Distanz und dann nur noch Nähe. Ich habe einfach immer nur schwarz und weiß gekannt. Und lerne, ja nein, Beziehung ist genau die. Und das steht eigentlich in all den Büchern, die ich schon lange gelesen habe, aber nicht wirklich. Im Herz verstanden und ausprobiert habe ich es im Fall auch bis heute nicht. Gell? Ich meine, ich habe keine Beziehung. Muss ich also auch ehrlich sagen. Aber ist der Tanz das Spiel zwischen Nähe und Distanz? Es ist wie eine gesunde Beziehung, ist so ein Gummiband, wo man kommt wieder und man lässt sich aber auch. Und man ist halt, und der Konflikt ist, dass nicht immer beide gleichzeitig gleich viel Nähe wollen. Und dann einfach mal kuscheln und der andere findet, oh nein, Jesus Christ, ich will Baumhütte bauen, lass mich in Ruhe kuscheln. Können wir das nachher machen? Das ist die Art, wie man miteinander kommuniziert. Und ohne, oh nein, und ich bin jetzt enttäuscht. Und ach ja, ich habe gemeint. Und dann hänge ich mir das Glück wieder am anderen an. Sondern, ah okay, das ist jetzt schade, dass du nicht kuscheln willst, hätte ich jetzt leise gefunden, aber ich sehe, du willst Baumhütte bauen, wo finden wir uns? Aber der andere ist nicht für einen verantwortlich, aber es ist schön, wenn man irgendwo zusammen einen gemeinsamen Boden bauen kann. Fernab von dem Anfangsfeuerwerk von «Ahaha, wir bumsen die ganze Zeit» oder fernab von «Ahaha, idealisieren», sondern irgendwie das versuchen zu leben. Ich glaube, das ist die wahre Kunst. Es ist viel einfacher. Darum habe ich dann wie gefunden, lieber gar keine Beziehung als verliebst du dich alle drei Monate heiß und Flammen und Zeug und jemanden und dann wieder nicht. Das will ich nicht, auch für mich selber nicht. Ich bin irgendwie kein Gebrauchsgegenstand. Und will wie herausfinden, wie das wirklich geht. Ja. Und eben auch merken, was lachen wir für Leute. Und deine Frage am Schluss hat mich einfach ein bisschen gestört. Was gibt dir das, was gebe ich dir, hast du gefragt. Ja, aber Markus, jetzt im Ernst. Willst du mir die Frage wirklich stellen? Ich weiss gar nicht, was sagen.
Ich habe nicht gewusst, ja, braucht er jetzt eine Bestätigung? Und dann musste ich wie mich fragen, habe ich dir zu wenig von dem gegeben? Weil ich habe das Gefühl, in all meinen Videos sprudelt das nur so. Und darum habe ich dann gefunden, hat er nicht genug von dem? Oder habe ich es ihm nicht in seiner Sprache gesagt? Woher kommt die Frage echt? Oder möchte er etwas rausfischen, wo er möchte mich hören sagen, wo er nicht sicher ist? Oder möchte er, dass ich etwas sage, wo ihm dann einen Grund gibt, um die Videos nicht mehr zu machen? Oder möchte er... Und dann habe ich wie gemerkt, ich muss gar nicht überlegen, was du willst. Aber einfach mich hat es... Ich habe dann wie gefunden, hey, aber ich... Als Gefühl, ich sage es dir die ganze Zeit. In jedem Video. Und du darfst mir die Frage stellen und ich nehme sie ernst. Aber ich stelle dir jetzt noch einmal die Frage zurück. Weißt du das nicht schon lange? Ganz ehrlich. Und ich sage dir es gerne dann nochmal. Aber ich habe das Gefühl, ich mache mich viel zu fest verletzlich. Und ich dir einfach erzähle, ich mache meine Punkte dann fertig. Und ich habe jetzt bei dir heute gerade das Gefühl gehabt, du kommst sehr nah an gewisse Sachen an. Und dann lässt du es manchmal einfach stehen. Und dann stellst du mir so eine Abschlussfrage und ich finde, nein. Fühle ich mich nicht wohl. Habe ich das Gefühl, aber sag mir bitte, wenn ich mich täusche, wir sind wirklich im Austausch. Du dich überhaupt nicht jetzt abblocken, sondern ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich habe das Gefühl gehabt. Und wenn das nicht stimmt, dann muss man sagen, wie wenn wir zum Beispiel um einen gefrorenen See würden stehen, so einen kleinen Teich. Und du sagst mir, so ist es mir jetzt vorgekommen, du tust so, als würdest du in der Mitte vom See stehen und sagst, komm her, das Eis ist stabil. Und ich habe den Eindruck, du stehst gar nicht dort raus und du weißt auch nicht, ob das Eis stabil ist. Du willst einfach, dass ich zuerst dort rausfahre. Und wenn ich einbreche, merkst du ja dann du. Ah, das wäre es eh nicht für mich. Und gehst heim und ziehst deine Schlitze wieder ab. Und ich finde, lass uns zusammen dort rausfahren, weil I don't know about the eyes. Und ich glaube, viele Teile von diesen Fragen, von dieser Frage, die du mir gestellt hast, und korrigiere mich bitte wieder, wenn es nicht stimmt, bitte. Weil ich will dir nicht über die Schnur fahren oder etwas unterstellen, was nicht ist. Mein Gefühl war, dass du dir die Frage im Prinzip anhand von dem, was ich dir alles schon erzählt habe, müsstest können beantworten. Und sonst habe ich einen Fehler gemacht in der Art, wie ich mich dir öffne oder präsentiere. Und darum will ich die Frage nochmal zurückspielen. Ich glaube, ich war jetzt ein bisschen angriffig und das tut mir leid, das meine ich nicht. Ich will nicht den Kater verscheuchen. Ich weiss, dass ein interessantes Tierli. Aber ich bitte dich, der Frage noch mal selber nachzugehen. Und ein bisschen aufs Eis rauszukommen. Mal herausfinden, was findet sie echt an mir? Warum macht sie das? Und ich gehe davon aus, aber das ist wieder meine Sicht. Das müsstest du wissen. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon so viel Mal irgendwie gesagt. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich würde ganz allein auf den See rausfahren, wo ich nicht weiss, wie das Eis dort ist und ich fühle mich nicht wohl. Ich habe Schiss. Und ich bin bereit, dir deine Frage zu beantworten, so sie dann noch offen sein, nachdem du das Video gesehen hast. Wirklich. Weil ich bin mit dir, nicht gegen dich. Ich bin mit dir am Sachen herausfinden in diesen Gesprächen. Aber ich fahre nicht voraus und ich will da nicht hinein reinfahren. Entweder fahren wir zusammen. Schrittli. Umeinander. Auf dem Eis. Oder fahren aufs Eis oder nicht. Oder warten im nächsten Winter. Oder könnt ihr lieber baden im Sommer. Oder was. Aber nicht. Ich mache nicht die Sachen vor. Und ich hätte jetzt gerade das Gefühl, man hat mich irgendwie... Ich habe jetzt Schiss gehabt, dass ich jetzt dann allein
in die Kälte stehen werden, wenn ich mich, ich muss da so, so, komm, wir machen das Trickspiel und du musst alle Kleider abziehen und der andere, ich mache nicht mehr mit. Also weißt, aber das sind vielleicht meine Ängste. Das ist vielleicht wirklich etwas, was in mir hockt, dass ich das Gefühl habe, man verspottet mich für Schwäche oder für, ja, wenn ich mein Herz darlege, das weiß ich nicht, das ist eine spannende Frage. Wer hat diese Frage das ausgelöst? So quasi, aber hey Markus, habe ich mich falsch ausgedrückt? Verstehst du mich nicht? Oder gebe ich dir etwas nicht? Oder hast du Sehnsucht nach einer Antwort, wo ich das Gefühl habe, habe ich dir schon gegeben? Ich find, es nimmt mich wirklich wunder, wo das jetzt wartet liegt in dem. Und dann bin ich auch voll bereit, dieser Frage nachzugehen und eine ganz klare Antwort zu geben. Oder eine klarere oder eine andere, so dass es auch in deiner Sprache ist. Aber darf ich nochmal stehen lassen und einfach fragen, ist die Frage wirklich offen? Und wenn sie offen ist, dann muss ich sie dir auch stellen. Ich muss sie dir eh mehr stellen als du mir. Weil ich stehe schon ein bisschen weiter auf dem See raus als du.